Am Morgen wählt Tante Leila ein Kleid, das für ihren Geburtstag fantastisch aussieht. Hilft Tante Leila bei der Auswahl eines Kleides. Sieht großartig aus. Toll. Sieht großartig aus. Was für ein schönes Kleid. Luisa und Onkel Bob haben bereits eine Überraschung für Tante Leila vorbereitet. Es ist Zeit, sich etwas zu wünschen und Kerzen auszublasen. Nach all den Glückwünschen sitzt die Familie von Tante Leila gerne am Kamin und spielt Tischspiele. Dieses Mal beschloss die Familie von Tante Leila, das Rätsel zu lösen. Lass uns zusammen mit ihnen spielen. Wunderbar. Tante Leila mag es, Himmelslaternen zu starten. Tippe auf die Himmelslaterne. Möchtest du eine Himmelslaterne starten? Wähle eine Himmelslaterne. Wähle eine Kerze. Tippe auf die Himmelslaterne. Es sieht wunderbar aus. Es sieht so schön aus. Ich schätze Familienwerte und Komfort. Deshalb verbringe ich meinen Geburtstag gerne mit meiner Familie. Zunächst müssen wir den Bus von Onkel Bob auf die Reise vorbereiten. Dieses Rad hat einen zu geringen Druck. Du musst ihn erhöhen. Dieses Rad könnte sich leicht lösen. Es hat nur zwei Schrauben. Fülle die Tanks mit Öl und Bremsflüssigkeit. Versammle alle Freunde im Bus. Fang jeden, der winkt. Erledigt. Lass uns zusammen ein Picknick machen.
hilf Onkel Bob, den Grill vorzubereiten. Der Gast hat ein spezielles Kebab bestellt. Tippe auf den Behälter mit einer korrekten Zutat. Zünde es an. Tippe auf den Grill. Gieße etwas Soße darüber. Wähle eine korrekte Soße. Gib dem Gast das Kebab. Der Gast hat ein spezielles Kebab bestellt. Tippe auf den Behälter mit einer korrekten Zutat. Zünde es an. Tippe auf den Grill. Gieße etwas Soße darüber. Wähle eine korrekte Soße. Gib dem Gast das Kebab. Die Freunde hatten Spaß, sprachen viel und spielten aktive Spiele unter freiem Himmel. Alle gratulierten Onkel Bob und überreichten ihm Geschenke. Als es dunkel wurde, begannen alle, den Himmel voller Sterne zu betrachten und Sternbilder zu erraten. Slide with a finger at the dashed lines and connect the stars to make constellations. This is Great Bear Constellation. This is Little Bear Constellation. This is Aquarius Constellation. It's real night magic. Ich verbringe gerne Wochenenden und Feiertage im Freien. Nicht jeder weiß, wie großartig das ist. Deshalb lade ich alle meine Freunde ein, diesen Tag weit weg von der Stadt zu verbringen.